Willkommen zu meinem New York Food Diary und ich starte direkt mal am Flughafen, denn da haben wir den ersten Snack zu uns genommen, ein leckeres Salami-Brötchen und ein Käffchen dazu. So, bei Sissy und Franz noch mal ein bisschen shoppen gewesen. Also ja, eigentlich nur Wasser für den Flug und ein paar Manna-Waffeln, weil meine Mama die so gerne mag und die sind mit Schoki. Sieht lecker aus. Und die sahen nicht nur lecker aus, die haben auch unglaublich gut geschmeckt. Aber wer Manna-Waffeln kennt, der weiß, dass das sehr lecker ist. Meine Mutter trinkt im Flugzeug Tomatensaft. Ich finde das sehr unappetitlich. Aber gut, ja, das war das Essen. Das war irgendwas Vegetarisches mit Polenta, war sehr lecker. Ein Baileys, damit wir besser schlafen können. Und ja, dann gab es zum Frühstück ein, ja, auch vegetarisch Brot mit einer Scheibe Gurke und Tomate drauf. Das war nicht so erquickend. Der Corny-Riegel war zum Glück ganz lecker. Und angekommen in New York, wir sind abends angekommen, sind wir direkt zu Five Guys. Das wurde uns mehrfach empfohlen. Ja, die Location, also, nee. Wäre das keine Empfehlung gewesen, wäre ich dort nicht reingegangen. Das sah nicht sonderlich sauber aus. Und das Essen, dieses Konzept mit dieser Mülltüte. Es hat sich mir nicht erschlossen. Der Burger sah ganz okay aus. Man kann den sich da zusammenstellen, was ich grundsätzlich gut finde. Aber ja, das Essen selber, aber gut. Hört selbst. So, wir sind jetzt 24 Stunden wach und tot. Tot auf den Füßen, tot, einfach tot. Wir wollen nur noch schlafen. Und kurz zu Five Guys. Der Burger ist schlecht. Ich finde ihn sogar sehr schlecht. Also, er hat satt gemacht. Und das war auch das Einzige. Also, keine Ahnung, warum der gehypt wird. Tut mir leid. Ich fand ihn nicht gut und ich hoffe, wir werden noch besseres essen, die nächsten 5 Tage essen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Und jetzt geht's ins Bett. Nach dieser Burger-Enttäuschung ging der nächste Tag zum Glück bei Starbucks los. So, der amerikanische Starbucks hat definitiv nochmal die viel besseren Sorten. Darf ich vorstellen, einmal Skinny Peppermint Mocha in Decaf natürlich. Sehr, sehr lecker. Und wir warten jetzt auf unsere Bahn. In unserem Bus. Nicht unsere Bahn. Bus zum Shopping. Bei der Jersey Garden Mall gab es dann Frühstück beim IHOP oder IHOPE, ich glaube IHOP. Und das ist eine ziemlich bekannte Kette, wo es sehr, sehr cooles Frühstück gibt. Man kann auch Mittagessen, aber ich glaube, berühmt sind sie wirklich fürs Frühstück. Und natürlich hatten sie auch eine winterliche, eine Weihnachtskarte sozusagen. Und ja, natürlich als Megakalorienbombe erstmal eine heiße Schokolade mit Pfefferminzgeschmack. Also ich glaube, so Candy Cane-mäßig war das gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und zum Frühstück gab es dann einmal ein Peppermint Candy Cane, ja, Pancake Tower, French Toast mit Bananen und Erdbeeren hatte ich. Und ja, also die Bilder sprechen eigentlich für sich, würde ich sagen. Allein diese Pancakes waren super fluffig, richtig lecker, eine absolute Kalorienbombe. Aber ja, das muss auch mal sein, wenn man in Amerika ist, diese Esskultur. Wenn man das so nennen möchte, muss man mal ausprobieren. Und der Crepe war auch richtig lecker. Also hier wird nicht mit den Zutaten gegeizt. Nach einem langen Tag gibt es jetzt hier erstmal schön Steaks essen. Das war mein Geburtstagsgeschenk und wir waren unheimlich gut Steak essen. Ein ganz tolles Lokal, ganz gemütlich. An der Decke hängen dort hunderte, tausende Pfeifen, wohl auch von berühmten Persönlichkeiten. Und natürlich gab es Steak zu essen. Einmal T-Bone Steak für meine Ma. Wir haben uns Pommes und Gemüse geteilt. Und ich hatte ein, ja, ganz normales Steak, aber butterzart, richtig lecker, perfekt gebraten. Also so, wie man sich das vorstellt. Alle Vegetarier gucken jetzt weg. Aber das war fantastisch lecker. Auch das T-Bone Steak. Ich habe probiert, natürlich ein Riesenstück Fleisch. Aber ja, so ist das in Amerika. Auch in den feinen Restaurants gibt es dort ordentliche Portionen. Und ist doch auch gut so. Natürlich, wenn man in New York ist, muss auch ein Dessert sein. Und zwar ein New York Cheesecake. Und oh mein Gott, er sieht vielleicht relativ simpel aus, aber der war so lecker. Richtig cremig, richtig fest. Die sind ja sehr, ja, nahrhaft, würde ich mal sagen. Also die werden dort nicht mit Quark, sondern mit Frischkäse zubereitet. Und der New York Cheesecake war wirklich perfekt.
Guten Morgen! Heute testen wir das Frühstücksbuffet im Hotel. Mal schauen, wie das so ist. In New York ist das immer so eine Sache. Das ist meistens nicht so viel. Aber für einen netten Start in den Tag reicht es meist. Es war nicht nur ein netter Start in den Tag. Das Frühstück hat uns so begeistert, dass wir die nächsten Tage dort immer gefrühstückt haben. Im Hotel, es war ja noch inklusive. Und es war einfach fantastisch. Also das Frühstück war fantastisch, viel, viel besser, als ich erwartet habe. Es gibt Waffeln, Bacon, Starbucks-Kaffee, Decaf-Starbucks-Kaffee mit Hazelnuts-Sirup. Ja, richtig geile Bagels, Aufstrich. Also Oatmeal werde ich morgen mal probieren. Perfekt, super, super gutes Frühstück. Also hätte ich so nicht erwartet, richtig gut. Zur Mittagszeit waren wir in Chinatown und dann die meiste Zeit in Little Italy, weil ich das da auch wunderschön finde. Und natürlich waren wir dort auch italienisch essen. Bei einem ganz süßen, sehr gemütlichen Restaurant, richtig schön hell und ja, so wie man sich das vorstellt. Und es gab einmal Pizza und ich hatte Penne mit Gemüse, Champignons in Sahnesoße. Richtig lecker und auch die Pizza war wirklich ein Traum. Ordentlich Käse, wie man sieht. Und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich schreibe euch das Restaurant nochmal unten in die Kommentarbox. Und natürlich haben wir als Dessert Cannoli gegessen. Gefüllte, ja, Teigwaffeln würde ich sie mal nennen. Und die sind super, super lecker. Ganz cremig und ja, bei dem Wetter kann man das auch draußen genießen und sein Dessert auf der Straße essen. Wer shoppt, der muss auch zwischendurch eine Pause bei Starbucks machen, denn hier gibt es WLAN und Peppermint Mocha. Und Starbucks hat uns wirklich den kompletten Urlaub begleitet, denn im Hotel gab es auf dem Zimmer auch Starbucks-Kaffee, den man sich dort selber machen konnte, der wirklich sehr lecker war. Und das haben wir natürlich dann auch immer sofort genutzt, morgens schon mal beim Fertigmachen ein Käffchen zu trinken. Und es gab natürlich auch für mich eine Decaf-Variante, was ich natürlich besonders gut finde. Bacon, Käseomelette, das ist Rosinen-Zimt-Bagel mit Frischkäse und da kommt noch Marmelade drauf und Decaf Starbucks-Kaffee zum Frühstück. Besser geht's noch nicht. Doch, nachher gibt's noch Waffel. An dem Tag hatte ich es so getimt, dass wir zu der Mittagszeit im Chelsea Market sind. Denn als ich das letzte Mal in New York war, sind wir dort satt reingegangen, was ein absoluter Fehler ist. Denn dort gibt es unheimlich viele leckere Sachen. Und beim The Green Table haben wir dann zu Mittag gegessen. Für meine Ma gab es einen Burger, der sehr viel besser war als der von Five Guys. Und ich hatte Cheese and Macaroni, aber mit Ziegenkäse und einem Salat dazu. Sehr, sehr lecker. Hat mir richtig gut geschmeckt. Also würde ich auf jeden Fall auch so mal nachkochen. Und ja, der Burger, man sieht schon, der war richtig lecker und wirklich ein guter Burger. Und abends waren wir dann bei einer Show und haben natürlich auch einen echten New York Hotdog gegessen, direkt am Straßenstand. Und der war richtig lecker. Ich habe auch schon schlechte gegessen, ich habe schon sehr gute gegessen und der war fantastisch. Und der vorletzte Tag startete mit Waffeln. Die konnte man sich da übrigens beim Frühstücksbuffet frisch selbst machen, richtig lecker. Und dann war ich beim Cupcake ATM. Das hatte ich bei Consider Cologne gesehen, als Lena in New York war, war sie auch beim Cupcake ATM. Das habe ich mir sofort notiert, weil ich das auch ausprobieren wollte. Es ist ja wie ein Geldautomat, nur dass man sich dort seinen Cupcake ziehen kann. In unserem Fall hat es leider nicht ganz funktioniert, denn es kam zweimal der gleiche raus. Den konnten wir im Laden dann aber zum Glück tauschen. Trotzdem war es eine sehr lustige Sache und die waren auch richtig lecker. An Lena von Consider Cologne. Wir waren gerade beim
Cupcake ATM habe ich bei dir im Video gesehen und die sind sehr, sehr süß. Das hat schon mal nicht ganz so gut funktioniert, kam eigentlich der falsche raus, aber man kann hier tauschen. Also ich habe Gingerbread und den werde ich jetzt mal essen. Er sieht nicht nur schön aus, ist nicht nur cool, den da rauszuholen, er schmeckt auch richtig gut. Nach dem ganzen Süßkram hatten wir dann Lust auf was Deftiges zum Mittag und da sind wir in einem Pub gelandet, der auch ja, schön weihnachtlich dekoriert war. Und dort gab es dann schönes Brooklyn-Bier und natürlich Burger mit selbstgemachten Pommes. Richtig lecker, eine ordentliche Portion. Wir sind auf jeden Fall satt geworden. Eine Riesenportion Bacon auch auf meinem Burger drauf mit ja, sehr leckeren Krautsalat dazu. Sehr zu empfehlen. Und abends ging es dann noch in eine Rooftop-Bar, wo man wunderbar aufs Empire State Building schauen konnte. Und dort waren solche kleinen Igloos und da kann man drinnen sitzen. Da gab es eine Heizung und die Getränke kamen im Thermobecher, sogar die Cocktails. Und es war einfach ganz witzig und überall standen Heizstrahler, also kalt wurde einem nicht, obwohl man draußen saß und die Stadt nochmal im Dunkeln bewundern konnte. Hotelbar ist geplündert, Oreos gibt's da, Obst gibt's da, Tee, Kaffee gibt's sowieso auf dem Zimmer, Coffee Mate gibt's auch, liebe Grüße an Indra. Und ja, das Mittag war reichlich genug und auch recht spät, von daher ist das jetzt das Abendessen. Letzter Tag in New York, nochmal leckeres Frühstück im Hotel und ja, dann hieß es packen und fertig machen, nochmal ein Käffchen ziehen und ja, uns auf den Weg machen, später dann zum Flughafen und da wurde es dann nochmal richtig lecker. Unser Flug hat schöne 3 Stunden Verspätung, das heißt, wir verpassen unseren Anschlussflug, was wiederum heißt, wir sitzen 7 Stunden in Brüssel fest und ja, da überlegen wir uns noch was. Jetzt haben wir hier Essensgutscheine bekommen und lassen es uns jetzt schmecken, konnten Vorspeise, Aufgang und Getränk auch noch nehmen. Ja, kann man nichts machen. Schauen wir mal, was der Tag und die Nacht überhaupt noch so bringt. Und ein letzter Skinny Peppermint Mocha am Airport. Ich werde ihn sehr vermissen, beziehungsweise ich habe ja gehört, angeblich gibt es ihn in Deutschland auch. Man muss nur nachfragen, das werde ich probieren. Und ja, den genehmigen wir uns jetzt, während wir auf den Flieger warten, was noch knapp 3 Stunden dauert. Aber gut, ja, so ist das halt. Im Flieger gab es dann ja sehr spannend Wasser. Und das war das Abendessen, das war sehr lecker. Es war, ich glaube, ein Hühnchen mit Reis und ein sehr leckerer Apfelkuchen. Und zum Frühstück eine kleine Snackbox mit Apfel und Riegel. Und ja, da wir mit Brüssel Air geflogen sind, gab es noch 2 Pralinen. Und ja, das war mein Food Diary aus New York. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sah lecker aus. Ja, wir waren natürlich nur 5 Tage da, haben Frühstück eigentlich bis auf einmal immer im Hotel gemacht. Deswegen eben hauptsächlich Mittagessen und Snacks zwischendurch. Und ja, dann verratet mir doch mal, ob ihr schon mal in New York wart und was ihr dort gegessen habt und was ihr empfehlen könnt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal.